Und gleich nochmal hier der Olli von Olli Slotwelt. Und zwar geht es natürlich auch mit dem Capri weiter. Ich habe jetzt endlich ein Lackierdatum. Das Lackierdatum wird am Mittwoch sein, dann wird er lackiert. Was heißt, wir bereiten ein Fahrwerk vor. Ich habe jetzt kein nagelneues, ich habe immer wieder solche. Wie ihr das seht, das ist jetzt ein Plafit SLP1 Fahrwerk. Das kommt da drunter. Dazu werde ich jetzt das zerlegen und putzen und wieder zusammenbauen, auch diese Moosgummibobbel hier runter machen und alles komplett richtig reinigen. Das ist wichtig, komplett richtig reinigen. Die schneiden wir nachher schön ordentlich runter. Ich möchte euch das jetzt bloß mal zeigen, dass ihr das seht. Im Endeffekt ist es so aufgebaut. Sieht man das so? Ja, so. Das hier sind die Karohalter. Die kann man wegmachen. Einen Moment. Einfach die Schrauben anlösen. Eins, zwei. Hier bitte, dann kann man die wegmachen. Gleich nochmal. Und zwei. So, dann haben wir die jetzt schon mal einzeln. Dann haben wir hier das H, der Wackel im Endeffekt. Das hier hat eine Leitkehlfederung oder eine Frontfederung, wie man sieht. Hier bitte, ich zeige euch das mal. Das ist hier und das ist hier. Ich muss nachher noch Radstand und so ausmessen, das machen wir jetzt auch gleich. Ich wollte euch jetzt nur das Fahrwerk zeigen. Ach genau, die Felgen dafür habe ich auch schon. Die Felgenansätze habt ihr schon gesehen, die muss ich jetzt heute noch kleben, die Reifen. Ob ich das heute schaffe, weiß ich noch nicht, aber die sind schon mal da. So, was wollte ich euch zeigen? Genau, motormäßig nehmen wir einen Bison-Motor, in dem Fall hier der goldene. Dafür ist hier die Motorhalterung. So, sorry. Also das sind die Teile, wie wir sie brauchen. Ich zeige euch jetzt nicht, wie man das reinigt. Ihr wisst, wie man was reinigt. Man nimmt ein Teppichmesser zum Beispiel und kratzt das runter. Seht ihr das? So, zum Beispiel jetzt danach putzt man es und schleift es, also mit einem 1000er Schleifpapier schleife ich dann halt drüber, putzt es mit ein bisschen Nitro oder Waschbenzin ab. Und dann ist das nachher sauber. Jetzt zeige ich euch nicht, wie man das komplett reinigt. Beim Zerlegen ist immer wichtig, sage ich euch gleich, beim Zerlegen immer die Schrauben und zu den Teilen legen. Dann kommt ihr nachher nicht durcheinander. Merkt euch ein bisschen, wenn euch das ein bisschen zu schwierig ist, dann schreibt euch das ein bisschen mit oder legt sie. Ich lege zum Beispiel, mal kurz, wenn ich das Auto jetzt so hinlege, dann lege ich die Teile so hin, wie sie hingehören. Also das bedeutet, wenn ich die jetzt gleich wegschraube, lege ich die genauso, wie sie da sind, hier hin. Hier den vorderen Bock lege ich sie hier hin. Das mache ich, wenn ich mir zum Beispiel nicht sicher bin oder zwischendrin mal wegrenne. Ja, mache ich das. Zum Radstand müssen wir mal schnell gucken. Einen Moment. So, hier bitte. Hier wäre er. Wenn ich das jetzt mal so drauf lege, dann haben wir bedeutend zu kurz. Also vom Radstand her, jetzt nehmen wir mal den Messschieber, machen es nur mal ungefähr, dass ich nachher ein ungefähres Maß habe, wie wir den Radstand machen. Jetzt legen wir uns das so kurz zur Seite. So, also Radstand messen gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ich mache es mittlerweile so, da ich das Auge habe, ich misse das so. Einen Moment. Ich mache das so und setze es ungefähr mittig an. Und dann hätte ich hier jetzt 106, circa 106. So kann man das auch machen. Einen Moment, ich zeige euch das. Man kann es auch so ansetzen. Ich muss den langen Finger nehmen, mittig ansetzen, dann hätte ich ungefähr 106. Ungefähr, weil wir stellen das nachher ungefähr ein, ziehen das noch, also später ziehen das noch nicht fest. Dann kann man es nämlich nachher noch, wenn der Deckel drauf ist, ein bisschen verschieben. 106 wäre jetzt schon mal das Maß. Was wollte ich euch noch zeigen? Irgendwo. Ah ja, genau. Die zweite Möglichkeit, einen Radstand zu messen, ist eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt einen Stift, legt den hierher, nehmt einen zweiten Stift, legt den euch hier rein. Runde Stifte, keine eckige, es muss rund sein, weil es legt sich dann genau in die Mitte von dem Radkasten. Und dann könnt ihr das einfach so die Mitte und die Mitte messen. Fertig. Dann habt ihr es auch. Kommt aufs gleiche Maß. Einen Moment, ich schalte mal an. Tun mal schnell. Machen wir hier. Das waren jetzt zu viel. Seht ihr das? Und wir sind ungefähr auch 106,5. Also von daher war ich gar nicht mal so schlecht mit meinem Augenmaß. Deswegen mache ich es immer meistens mit Augenmaß, weil ich echt ein
relativ gutes Augenmaß habe. So, der wird am Mittwoch lackiert, endlich, dass wir die Decals da drauf machen können, alles. Ich werde jetzt das hier komplett zerlegen und erstmal putzen und reinigen und beim Zusammenbau seid ihr natürlich wieder dabei. Ich wollte euch nur sagen, welche Chassis ich dazu benutze, wie die Vorbereitungen von dem Chassis sind, welchen Motor wir benutzen. Wie gesagt, in dem Fall ist es ein Bison. Ganz einfach. Da muss ich nachher noch gucken, warum ich den einbaue. Aber ich denke so rum. Aber das sehen wir nachher, also später. Jetzt werde ich das erstmal putzen und vorbereiten. Und wenn es dann geputzt ist, dann sind auch die Einzelteile komplett zerlegt und dann beschreibe ich euch oder erkläre euch die Einzelteile und wie die dran gehören. Das ist ein Fahrwerk SLP1 von Plafit. Hier bitte, da müsste es draufstehen. Wo steht es drauf? Da steht es drauf. Bei Schwarz erkennt man das ein bisschen mies. SLP1 von Plafit benutze ich hier. Ist ein sehr schönes Fahrwerk, lässt sich gut fahren. Ich benutze es, einen Moment, ich benutze es bei meinem Gruppe C, das ist jetzt ein Mercedes C9, da fehlt noch hier eine kleine Carbon-Einlage und ein anderer Spoiler, das ist der Original-Spoiler. Ich habe zu spät mitbekommen, dass man auch Resine-Spoiler benutzen darf bei Gruppe C und bei SLP, deswegen, weil der ist ein bisschen schwerer hinten, das heißt, das Auto hat einen leichten Hang zum Ausschlagen. Wenn du jetzt einen Resine-Spoiler, habe ich hier einen? Ah ja, hier liegt doch einer. Wenn ich jetzt nur diesen Resine-Spoiler, wenn er den anguckt, der ist die gleiche Breite ungefähr, ist aber bedeutend schmäler. Ich fahre das auf Gruppe C, das ist ein sehr schönes Fahrwerk, lässt sich sehr gut fahren ungefähr. Gut, das ist jetzt ein, ich glaube ein S21, das ist aber vom Aufbau fast das gleiche. Es lässt sich echt top fahren, muss man sagen. So, das war's jetzt erstmal. Wie gesagt, das werde ich jetzt zerlegen und auseinanderbauen. Zerlegen und auseinanderbauen. Zerlegen und putzen meine ich. Und wenn es geputzt ist und wir die Einzelteile da haben, dann zeige ich euch im Laufe der Woche, wie man das wieder zusammenbaut und wie man das optimiert. Der Wassertransferdruck steht jetzt auch demnächst an. Ich will jetzt den Grundlack, den weißen, will ich jetzt komplett durchtrocknen lassen. Und das dauert dann, ich denke um 2 kommt der Bericht, wo wir es eintauchen. Da seid ihr dabei beim Eintauchen. Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen fast schönen Mittag. Wir hören und sehen uns nachher. Ich wünsche euch was, euer Olli von Olli Slotwelt.